Ich hasse dich. Ich hasse dich so doll. Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal Freizeitpark Friends. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, denn wir sind aktuell in Frankreich unterwegs. Mit wir meine ich wie immer oder fast immer den Philipp. Wenn wir im Ausland sind, dann meistens wir beide zusammen. Heute steht Parc Saint-Paul auf dem Programm. Wir sind auf Frankreich-Tour. 2,5 Tage. Gestern Abend war der erste Tag. Da waren wir auf einer Kirmes. Sehr, sehr cool. Und jetzt der erste Freizeitpark. Wir fahren später noch zu einem anderen Freizeitpark. Das gibt es aber dann im nächsten Vlog, in einem anderen Vlog. Heute erstmal Parc Saint-Paul. 7 Achterbahnen warten auf uns. Und ja, einige spannende Highlights. Ihr könnt es hier schon sehen. Wir nehmen euch mit und sehen uns dann gleich im Park drin wieder. Wir sind drin. 25 Euro kostet der Eintritt für Erwachsene, für Kinder. Das ist ein bisschen günstiger. Erster Eindruck, sehr, sehr schön. Wir haben hier eigentlich einen Park, der im Wald gelegen ist, aber da vorne steht schon ein Maskottchen. Das Ganze ist doch ein bisschen mehr thematisiert, als ich gedacht hätte. Den Wurm lassen wir erstmal weg. Wir laufen nach hinten durch und fangen an. Der Park scheint nicht allzu voll zu sein. Von daher sehr, sehr gut für uns, weil wir haben gar nicht so viel Zeit hier eingeplant, obwohl es dann noch ein sehr, sehr großer Freizeitpark mit 7 Achterbahnen ist. Leute, ich wusste nicht, dass es Achterbahnen gibt, die noch unspektakulärer als Würme sind. Es geht hier einfach nur links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ja, ich würde sagen, guter Start in den Tag. Coaster Count plus 1 gleich. Und dann legen wir mal los. Geht los. Also das sieht halt echt irgendwie wild aus, ne? Wenn auf der Schiene schon Reibräder sind noch, ne? Oh Gott. Ach, er fährt mit Bob, mit Vlogging Cam jetzt die... Ei, ei, ei. Ach stimmt, wir haben gar nichts für uns. Sehr cool. Ohne Scheiß. Das ist genau das, was ich damals immer in Monaten gebaut habe. Mehr ging nicht, ne? Mehr ging nicht, das stimmt. Oh Gott, ey. Aber das fährt sich echt angenehm. Wer ist denn der Hersteller? Keine Ahnung. Voll cool, Freunde. Schau ich das an. Wie du auf der Kamera einfach den Zug noch in der anderen Kurve siehst. Ja, es ist ein schöner Start in den Tag. Tatsächlich, ich finde auch echt cool. Also sieht man nicht alle Tage. So Freunde, erste Achterbahn am Winter uns. Achterbahn, ne? Also war jetzt wirklich die kleinste hier im Park. Es gibt noch einen Wurm und dann haben wir aber noch 5 andere Achterbahnen. Der Disco Coaster, der sieht wirklich, wirklich schön aus hier. Den zeigen wir euch gleich mal. Wir kennen uns nicht ganz so aus im Park hier. Deswegen müssen wir mal gucken, welche Achterbahn als nächstes kommt. Aber wie gesagt, erster Eindruck ist wirklich, wirklich schön. Leute, wir kommen vom Disco Coaster. Wir sind gerade echt sehr entspannt unterwegs, weil der Park wirklich nicht voll ist und der uns sehr, sehr gut gefällt. Der schönste Disco Coaster, den ich je gesehen habe, habe ich glaube ich auch schon gesagt. Von daher brauche ich da gar nicht so viel zu sagen. Jetzt 2 Achterbahnen haben wir von 7. Hier nebenan ist die Wasserbahn. Wir gehen jetzt eben auf Toilette. Dann machen wir ein Wettrutschen auf den Teppichrutschen und dann geht es auf die Wasserbahn. Der First Drop sieht Wahnsinn aus. Kleine Info vielleicht für euch. Es gibt hier eine Achterbahn, auf der Leute gestorben sind. Nicht so eine ganz so schöne Story. Die steht aber noch hier. Die werde ich euch gleich zeigen, dass ihr das mal gesehen habt. Ne? Deswegen, wir passen heute so ein bisschen auf. Aber aktuell, wie gesagt, richtig schöner Park, der hier steht. So, wir haben uns entschieden, jetzt mit der Wasserbahn zu fahren. Hier scheint eine Splash Zone zu sein. Ja, wir steigen mal ein, 2 Drops gibt's wohl. Mal schauen, ob wir da lebend wieder rauskommen. Ja, da sehe ich dich, ne? Ich hasse dich. Ich hasse dich so doll.
Ja, aber ja. Geht los, ne? Festhalten. Brauch dich noch. Ja. Alter, wenn ich das schon sehe, ne? Bin da ganz kurz mal aus dem Boot gewesen, aber sonst. Es läuft. Ja. Es läuft, genau. Ah! Oh Gott! Ah! Oh! Oh mein Gott! Ah! Sag mal, ey! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ja, ach, die Scheiße. Ah, schön. Ja, und sonst? Oh, schönes Bild. Wie nass möchten Sie werden? Wartet kurz, wartet kurz. Es kam ein Tropfen raus. Ich habe ja die Kamera in der Hand. Also ich bin extrem nass geworden, aber sehr coole Anlage. Wir sind 2 Runden gefahren, weil nichts los war. Und ja, hat sich gelohnt. Das Wetter ist natürlich auch super. Merci. Ja. Und, wir haben die heute Achterbahn noch nicht fahren sind. Da gehen wir jetzt mal hin und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, das hier wäre die 8. Achterbahn gewesen. Aber wie gesagt, das ist die angesprochene von gerade, wo hier die Leute leider drauf gestorben sind. Der Lift ist schon mega, mega steil. Und dann könnt ihr sehen, es geht da oben quasi einmal rum. Dann da hinten der First Drop. Der ist unfassbar steil. Also wenn man da halt mit ordentlich Karacho drüber geht. Ich glaube, das Ding hatte auch keine Bügel. Kann ich mir schon vorstellen, dass das ja nicht immer ganz so gut halt gelaufen ist. Ich wollte euch das zeigen, das war mir ein Anliegen. Wir fahren jetzt mit Wood Express, der Holzachterbahn hier. Wahrscheinlich das absolute Highlight hier. Ich bin sehr gespannt. Das sieht nach sehr, sehr viel Airtime aus. Sehr, sehr viel cooler Strecke. Einzugbetrieb, aber wie gesagt, aktuell ist nicht ganz so viel los. Wir hoffen, das ist auch hier der Fall und dann kriegt ihr jetzt gleich ein schönes Augenmerk rein. Leute, wir sind mit Wood Express gefahren. Ich legte mich fest, das Highlight hier. Sehr schöne, kleine Familienholzachterbahn. Der Park ist nicht riesig und das ist eine super Anlage. Ich glaube, die war jetzt auch nicht ganz so teuer. Mega empfehlenswert, sich so ein Ding mal in den Park zu stellen. Es macht echt Spaß, man hat eine Holzachterbahn. Absoluter Besuchermagnet, auch mit Abstand gerade das vollste. Und ich gehe davon aus, auch das beliebteste. Es rappelt im Hintergrund, wir sind an der nächsten Achterbahn angekommen. Es ist eine wilde Maus, und zwar im Spinning-Format. Kennt ihr auch von den deutschen Kirmesplätzen überall. Da steigen wir jetzt als nächstes ein, dann haben wir nämlich die 4. Achterbahn, ne? Ja. Genau, 5. steht da vorne, wie gesagt, 7 gibt es insgesamt. Lokflug haben wir auch schon weg, wir kommen sehr, sehr gut voran. Oh. Ah. Drop it like it's hot! Oh. Oh, auch okay. Ja. You spin me. Und wieder los. Oh. Oh. Auch das ist erstaunlich abgeschnitten. Jetzt sagt der Spin los. Ja, nee, klar. Nee, ich glaube, wir müssen. Oh. You spin. Alles neu. Ich gehe da in meine beste Weinbrause hier fahren. Das ist Wahnsinn. Wir haben mich ganz stark. Oh! Ich habe mich auch nicht so richtig. Ich bin so gut. Ich bin so gut.
Leute, wir sind die beste Crazy Maus gefahren, die ich je gefahren bin, und das im Park St. Paul. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Mega cool, hat Spaß gemacht, hat glaube ich irgendwie neue Züge bekommen oder so und fährt sich dadurch echt wirklich cool. Wir haben jetzt hier eine sehr, sehr strange Achterbahn vor uns, die zeige ich euch gleich mal. Das Schienenprofil ändert sich einfach während der Fahrt. Hier vorne ist auch noch ein Freifallturm, ich dachte tatsächlich, das wäre ein Shot and Drop, ich drehe euch mal eben. Also dass man hochgeschossen wird, aber scheinbar wird man hochgezogen und fällt dann runter, dann würde es sich ja vielleicht sogar lohnen, da mal einzusteigen, weil diese Dinger, die ja genauso aussehen wie die R, machen meistens am meisten Spaß. Und ja, wir machen erstmal die Achterbahn hier vorne und dann überlegen wir mal, da steht nämlich gerade auch eine Schulklasse vor. Wir sind angekommen an der Achterbahn, ich zeige euch, was ich meine. Schaut euch mal diese Schiene hier an, die führt ja hier rum, und dann schaut euch mal an, wartet kurz, wie diese Schiene hier unten aussieht. Also ihr könnt schon sehen, das sieht genau anders aus als das andere. Ich hoffe, es fährt sich wenigstens in Ordnung. Der First Stop soll gute Airtime haben, deswegen werden wir wahrscheinlich in die letzte Reihe gehen. Philipp Block gerade, der ist heute sehr, sehr fleißig unterwegs und wir steigen da jetzt mal ein. Oh Gott. Mit dem, wartet kurz, Wild Train gefahren, das ist diese Achterbahn hier immer noch, die rote. Wir haben es geschafft, in die letzte Reihe zu kommen, man kann sich die Reihe nicht aussuchen. Ein bisschen Glück gehabt, sehr, sehr schön. Die Airtime ist unfassbar. Also wenn ihr hinten sitzt bei dem Ding, der Drop geht gefühlt wirklich so. Für eine Familienachterbahn echt cool, richtig Spaß gemacht. Einen blöden Schlag gab es, der war nicht ganz so toll. Und wir haben uns beide einfach gleichzeitig geduckt, weil die Schiene, also die Schienen kreuzen sich, ne? Schiene bei Kreuzung und so, kennt ihr ja. Und die war einfach viel, viel zu niedrig. Dann haben wir beide so runtergeduckt. Ich glaube, das hat man im Video auch gut gesehen. Ja, zwei Achterbahnen fehlen noch, ein Wacky Worm und eine normale Familienachterbahn. Die zeigen wir euch jetzt gleich noch. Wie gesagt, erster Eindruck vom Park ist wirklich viel, viel besser als gedacht. Wir haben Spaß, wir haben Freude, wir haben Achterbahn vor allem. Coaster Count plus 7 hier am Ende. Wir laufen jetzt zu den anderen beiden Achterbahnen und dann sehen wir uns da gleich wieder. So Freunde, wir haben was gegessen. Nuggets mit Pommes, 7,50 Euro hat das Ganze gekostet. Ich habe hier gerade so einen Tipp bekommen, dass hier noch so ein Horrorhaus gibt. Eigentlich bin ich da kein Fan von, aber ich glaube, ich muss da leider durch. Philly, ich kann das nicht, hallo. Oh! Zwei Achterbahnen haben wir jetzt erstmal noch, die sammeln wir erstmal, damit wir da safe sind. Eine steht hier vor mir, ich drehe euch. Und zwar ist das dieses schöne Ding hier, werden wir jetzt einmal fahren. Ich glaube, Warteschlange ist nicht vorhanden, von daher ist das sehr schön. Viele Kinderfahrgeschäfte hier in dem Bereich und eben diese Achterbahn. Hallo! Das zum Thema keine Schulklasse. Profil und so. Eieiei. Alle, alle. So, 6 von 7 haben wir hier diese Achterbahn im Hintergrund. Sehr stranges Layout. Die Bäume sind hier auch so nah an der Strecke. Also passt bei sowas auf jeden Fall auf eure Hände, Füße, Arme und so weiter. Wir machen jetzt die siebte Achterbahn und dann gucken wir uns den Park nochmal in Ruhe an und schauen mal, was er noch so für Attraktionen zu bieten hat. Scheint alles ja, ganz schön interessant zu sein hier. Können sich andere echt mal eine Scheibe von abschneiden, finde ich. Philly sagt schon, Full Count. Jetzt aber richtig. 7 Achterbahnen haben wir.
Sehr, sehr cool. Der Wurm war echt schön. Also Kunstrasen und das passt ganz gut zu der Thematisierung. Großer Apfel in der Mitte. Einer der schönsten, die wir je gesehen haben. Haben wir gerade schon gesagt. Damit alle Achterbahn durch. Und jetzt schauen wir uns mal an, was der Park noch so zu bieten hat. Oh Gott, da kommt die Knochen. Scheiße, das ist auch noch voll. Aber das war einmal noch anders, ne? So, ne? Oh, Scheiße! Oh mein Gott! Oh Gott, jetzt gibt's richtig auf die Fresse. Jetzt gibt's. Das wird richtig nass einfach. Ja, wir haben uns einfach mal in die Splashdown gestellt, weil wir gedacht haben, es ist wirklich warm. War gut. Kann man nicht anders sagen. Das einzig Doofe ist immer die Schuhe, die dann nass werden, aber der Rest war schön. Wir haben jetzt noch Zeit für eine Attraktion, danach geht es weiter für uns zum Parc du Boucas. Da fahren wir nämlich auch noch in 1 Stunde 20 gleich. Ja, hat den Hintergrund, dass wenn wir einmal hier sind, wollen wir so viel wie möglich mitnehmen. Und wir haben jetzt in den 2,5 Tagen 23 Counts geplant. Und das wäre eine sehr, sehr gute Ausbeute. Parc St. Paul ist wie gesagt ein sehr schöner Park. Wir gucken, dass wir jetzt noch eine Attraktion mitnehmen. Und dann bekommt ihr noch mal ein Fazit. So, wir schauen uns aber die Geisterbahn an. Da ist jetzt eine Riesengruppe vor uns reingegangen. Mal gucken, wie voll das ist. Schöne Grüße an Leon. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt lebend rauskomme oder nicht. Wir gehen einfach mal rein. Ich kann sowas gar nicht ab, Freunde. Nee! Hopp! Nee! Ist doch ja, wie eng wollen sie werden? Philly, ich kann das nicht. Hallo. Oh! Scheiße. Oh Gott. Oh. Alter. Oh Gott, das ist jetzt das dritte. Scheiße. Ach du Kacke. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Ist das so eine Spinne? Ja, ist okay. Oh Gott, oh Gott. Oh. Willst du hier runter, oder was? Ja. Oh, Alter. Diese, oh Gott. Nee, ich könnte hier nicht vorgehen, ich will sterben. Ach du. Oh. Junge, das ist so krass, das ist zu krass. Junge, wie gut ist das gemacht? Also Respekt, aber ich bin... Oh, oh. Oh mein Gott. Alter! Oh, ey, nicht weglaufen! Ja, komm! Noch nicht an, ne? Oh. Alter, diese... Junge, die machen das auch so übertrieben laut, ne? Ja. Alter. Ende? Ja, Ende. Oh. Alter. Oh Gott! Leute, das war das Schlimmste, was ich seit langem gemacht habe. Also sowas geht an Halloween als Horror-Maze ab 18 durch. Eieiei, also überall, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, überall waren Käfige und man ist quasi durch so einen Käfig gelaufen, mega eng an den ganzen Sachen vorbei und dann waren das halt so Animatronics, die angegangen sind. 2 Zentimeter neben dir, die Musik war so laut, also wenn Philipp nicht vorgegangen wäre, ich bin sowieso gestorben. Ich bin sehr froh, dass wir da wieder raus sind. Und selbst Philipp hat sich 3-4 Mal so hart erschrocken. Oh Gott, das ist also unfassbar. Boah.
So, das war's aus dem Park St. Paul. Mein kurzes Fazit für euch, also eine richtig, richtig kranke Geisterbahn. Zwei, drei sehr schöne Achterbahnen, die auch Spaß machen. Setzt euch auf jeden Fall mal nach hinten und mal nach vorne. Also ich würde euch hinten empfehlen, hinten ist schneller. Wisst ihr ja alle, ja, 25 Euro gekostet, ich bin zufrieden. 7 Achterbahnen, eine coole Wasserbahn, die Geisterbahn war auch sehr schön. Und von daher kann ich euch einen Besuch hier nur empfehlen, es hat wirklich Spaß gemacht. Mehr als ich gedacht hätte. Wir düsen jetzt weiter zum Parc du Boucas. Da gibt es einen separaten Vlog, freue ich mich auch sehr drauf. 5 Achterbahnen erwarten uns. Ich bedanke mich an der Stelle auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und vor allem ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin.